So. Jetzt muss ich noch kurz einmal umschalten. Herzlich willkommen. Geht weiter. Medieval Dynasty. Mal gucken. Wir haben jetzt wieder den Winter. Ich hatte abgespeichert. Wir haben 4 Schweine von 5. Wir haben 8 Hühner von 8. Ich hoffe, die leben noch alle. Ich habe das echt nicht eingezäunt. Mich graut es davor. Wahrscheinlich muss ich das alles nochmal umsetzen, wenn ich es vernünftig haben will. Aber das tun wir erst im Frühling oder irgendwann. Jetzt geht es erstmal im Winter gucken, dass die Siedlung läuft, dass Materialien da sind, Werkzeuge da sind. Essen wird genug da sein. Dann gucken wir nach neuen Leuten und gucken in der Gegend herum, ob wir noch irgendwo Schätze finden. Schätze. Mann. Laden. Die letzte Hauptquest haben wir erledigt. Wir haben einen Bären getötet, einen Wiesent und ein Elch und haben uns einen Bogen gebaut. Und jetzt kommt die schlimmste... Müssen wir gegen das schlimmste Monster im ganzen Spiel, glaube ich, antreten. Weil wir sollen uns eine Partnerin suchen. Ach, ja. Aber nein, das tun wir irgendwann später. Jetzt erstmal gucken, dass die Siedlung alles läuft vernünftig. Kurz gedacht, hä? Echo? Also Verwaltung. Denen geht's eigentlich gut und wir haben unser erstes Kind. 0 Jahre alt. Hier haben wir was. Ansonsten ist alles okay. Tatsache, in der Werkstatt fehlen Leute und in der Schmiede fehlt Material. So wie es da steht. Material fehlt, weil wir kein Leingarn haben für Fischspeere und für Holzarmbrüste sowie Bögen. Was wiederum bedeutet, wir müssten im Prinzip erstmal nur Leute suchen. Nichts anderes. In unserem Lager gucken wir mal. Wir haben 399 Brennholz, 303 Bretter. Haben verschiedene Fackeln, ganz viele Federn, Dung für den Frühling, Kalkstein, den klaue ich mir. Ich werde mal ein paar Häuser verkalken und Pelz haben wir, Leder haben wir. Selber an Münzen haben wir derzeit nichts mehr, glaube ich. Wir müssen ja alles abgegeben haben. Ich überlege gerade, ob wir können die großen Häuser herstellen. Ob wir gucken, ob wir noch irgendwo ein großes Haus hinbauen. Im Hinterkopf hatte ich noch, dass wir die Felder, noch ein Felder mehr machen. Also zusätzliche Felder anlegen. Und bei der Näherei. Eventuell, wenn wir das Geld dazu hätten, auch noch Kleidung freischalten, dass sie gerade für den Winter für unsere Menschen dort auch zusätzlich Kleidung herstellen kann. Was haben wir denn jetzt im Inventar? Wieso das so hier Bronzeachs und sowas, ne? Zusätzliches Gewicht. Eisenpfeile haben wir noch ein paar. Fleisch 114, weil wir das gebraten hatten. Ja, das packe ich mal schnell. Ja, das müssen wir wegpacken. Dann haben wir auch wieder mehr Platz. Und das Salz. Also, Salz, weiß ich gar nicht, ob das Salz auch ins müsste. Also es ist ja eigentlich nicht verderblich. Es stand ja immer, dass in den Nahrungsmittellager nur die verderblichen Sachen reinkommen. So wie nun mal Fleisch und gebratenes Fleisch. Was wir hier an Fleisch haben. Och, der kommt gar nicht hinterher hier mit dem gebratenen Fleisch.
Normalerweise müsste ich das alles komplett durchbraten. Hier, die von uns sind nur noch 50%. Ach ja, kann ich Salz da reinwerfen? Ja, kann ich. Also Salz auch verderblich. Ja. Macht ja auch Sinn. Wer kennt's nicht aus der Salzpackung seines Supermarktes? 5 Millionen altes Speisesalz ist aber auch nur noch 3 Monate haltbar. So nach Motto, ha, Glück gehabt. Kalk. Haferkorn haben wir, das ist gut. Roggenkorn. Leinsamen. Roggenkorn ein, das ist schlecht. Weizenkorn. Weil der aus dem Roggen und Haferkorn macht der halt das Tierfutter. Kalk. Okay, das war zu viel. Hälfte? Hier mal ein paar Häuser verputzen. Und dann, dass wir die Kalksteine loswerden, dann werden wir das Fleisch brennen. Also braten, grillen. Und dann, ja. Ja, ist doch gut. Ich weiß, es ist Winter. So, ist das Haus hier schon vollkommen verkalkt? Also, nee, das war noch nicht vollkommen verkalkt. Ja. Ist hier drin warm? Also allgemein warm? Ja. So. Mensch. Dickes Haus. So. Hier haben wir mit Tonbewurf schon mal. Oh wow. Oh toll. Muss mir mal einen Holzstamm klauen. Haben wir auch noch Tonbewurf hier? Hab ich gar nicht drauf geachtet jetzt. Tonbewurf? Oder wie sich das nennt? Ja, 10. Und ein Holzstamm klauen wir uns mal. Damit wir uns einen Hammer herstellen können. Einen wunderschönen guten Abend an den einen Zuschauer. Schön, dass du da bist. Am besten mal ins Haus, damit ich nicht friere. Nicht mal mein Haus ist verkalkt. Also. Gehen wir uns nochmal restliche Kalk holen. Dass die nicht erfrieren hier, die rennen trotzdem im Winter rum. Okay. So, Kalk. Ich hoffe, dass die nicht erfrieren. Das wäre doof, die waren teuer. 4 Schweine von 5 und 10 Hühner haben wir sogar. So.
alles an Kalk verarbeitet, was wir haben. Und ja, wir brauchen Leute. Das heißt, wir werden Fackeln brauchen, Stroh. Stroh haben wir alles weggetan. Müssen wir uns ein bisschen Stroh mitnehmen, dass wir uns ein paar Fackeln herstellen können. Stroh. Hier nehmen wir uns mal 30 mit, dass wir 3 Fackeln herstellen können. Und dann würde ich sagen, erstmal let's go. Die Quest, die wir da haben, Alvins Geschichte. Wie sollen wir mit Alvin sprechen? Der ist auch so eine ewige Quest. Ewige Quests. Und mit Sambo sollen wir reden. Nahrung, Büsche und so weiter werden wir auch nicht. Wir jetzt im Winter finden, großartig. Wir müssen auch wirklich gucken, dass wir da Stroh wieder. Okay. Wir könnten, glaube ich, nach dem dritten Tag könnten wir, also wir haben ja die Tageszahl etwas erhöht, und nach dem dritten Tag könnten wir trotzdem, glaube ich, die Jahreszeit überschlafen, quasi im Winterschlaf halten. Aber mal sehen. Eigentlich wollte ich ja ein bisschen umhergucken in der Gegend. So in Bereichen, wo wir vielleicht noch nicht waren. Wenn wir jetzt auf die Karte gucken, hier zum Beispiel, so weit wie ich komme. Oder hier. Dass wir vielleicht irgendwas finden. Wer weiß. Irgendwelche Schätzchen, irgendwelche Sachen, die wir verkaufen können. Ich habe ja jetzt auch noch so eine Bronze-Axt, so Sachen, die ich momentan, wenn ich eher Geld brauche, noch eher verkaufe. Später denke ich oder hoffe ich, dass wir uns die halt selber auch selber herstellen können. Ah, wieder, es gibt wieder Weihnachtsmänner, stimmt, weil jetzt Winter ist. Da kann man immer Sachen dran finden. Nur an ihm nicht. Normalerweise kann man da Sachen finden, das ist doof. Ja, ich hab einen Schneemann gerade zusammengeschlagen. Nack, nack, nack. Ey. Wo ist denn der Alvin wieder? Hey, old friend. Erstmal Bronze-Axt, das gibt einfach zu gutes Geld, als wenn ich das selber benutze im Moment. Die Metflasche brauche ich nicht. Das haben wir irgendwo mal gefunden. Jetzt Temperaturtrank. Wir haben ja gesagt, irgendwo den behalten wir erstmal. Mal gucken, ob der uns noch was bringt. Alvin. Wo ist Theodor? Hallo. Wie kommst du mit deinem Training voran? Ich wette, ich kann dich jetzt schlagen. Oh, wie zuversichtlich. In Ordnung. Ich nehme die Wette an. Worum geht's? Sicher, fangen wir an. Gib ihm 100 Münzen. Habe ich nicht. Habe ich die doch? Ja, weil ich gerade verkauft habe. Und jetzt will er sehen, wie ich an seinem Dings da 100 Punkte mache. Mit wie viel Schüssen? Ich habe gerade nicht aufgepasst. Aber das muss ja in der Quest stehen eigentlich. 3 Schüsse.
Uff. Das heißt 21 Punkte Average. Uiuiui. Also beim ersten Testschuss habe ich 22 Punkte gehabt. Hatte schon recht gut angelegt. Heißt aber nicht, dass das immer so läuft. Ich meine, ich weiß immer noch nicht von... Also wir haben hier von hier hinten geschossen. Ich weiß immer noch nicht, wo hier 20 Meter sind. Oder sein sollen. Punkte. Ja, habe ich doch jetzt schon verloren. Warte mal. Wo ist der jetzt gelandet? Zu tief. Okay. Aber wo sind hier 20 Meter? Ich weiß ja auch nicht, wo, wie man da auch noch so ein bisschen betrügen kann oder so. Wieder 15. Ach komm schon, Mensch. Dieses Bogenschießen geht mir echt auf den... Ich mache nur 15 Punkte. 12. Wenn ich nicht mal über 2... Es ist auf der Distanz, oder was? Wenn der jetzt meine 100 Münzen behält, dann klaue ich ihm die Bude leer. Das kommt wahrscheinlich noch drauf an, wie weit man entfernt steht, weil... Aus der Distanz, wo ich geschossen habe, war ich, glaube ich, leicht unterhalb des Bullseye, also der Mitte. Und hatte 22 Punkte. Da müsste auch eine Begrenzung sein. Hallo. Ich schwöre dir, du hast nichts mehr heute Abend in deiner Wohnung draußen stehen. Jetzt habe ich 100 Münzen verloren, oder was? Wie blöd ist das denn? Da müsste doch wenigstens eine Begrenzung sein, ab wie weit du... Oder so, weil irgendworan muss das jetzt ja liegen. Guter Handwerker weiß auch, wie man ordentlich kocht. Er hat 3 im Handwerk. Das heißt, er kann in die Werkstatt. Prisibor. Hello there. Es ist leicht für mich, das Vertrauen anderer zu gewinnen. Sie wissen, dass ich ein sehr zufälliger Freund bin und der außerdem mit ordentlich anpackt. Okay, kann ja auch alles heißen. Ist der das jetzt, der neue? Der kann ja gar nichts. Nö. Du, tut mir leid, aber ich habe heute keine Rose für dich. War ja doch hier, ne? Ja, also, genau. Wette, ich treffe dich. Oh. 100 Münzen verjagt. Vor allem die Quest bleibt. Auch. Sprich mit Sambor. Unser guter Freund Sambor. Erstmal was trinken. Bisschen Nacken jetzt. Ich will trinken, kein Ried.
Ja. Ich glaube, ihm ist kalt. Diese Geräusche immer. Vielleicht eine Handwerkerin noch. Dann hätten wir nur noch ein Haus frei quasi. Mein größter Wunsch ist es, unsere Wälder und Dörfer in Harmonie miteinander zu sehen. Die Jagd ist für mich mehr als nur Nahrungsbeschaffung. Okay. Okay, 3-3, also 3-3, das ist auch gut. Die kann man gebrauchen. Hätte sogar Handwerk. Können wir in die Werkstatt tun? Und in das Haus. Zu wem auch immer jetzt. So. Und dann haben wir alles, was wir so brauchen. Gehen wir mal unserem kleinen Sambor suchen. Haben wir wieder einen Büffel da hinten. Ein Wisent. Verzeihung. Ich sag ja mal Büffel dazu. Hui. Hui. Gesetzeslos hätte ich auch kein Problem mit. Hier waren wir, glaube ich, schon mal, oder? Hier liegt nichts mehr. Hier war das Brennholz. Ein Holzbecher. Hier ist nochmal eine Fackel. So weiter nichts. Wir haben noch eine Flasche. Hallo. Nase juckt. Nö. Sonst weiter nichts. Hast du gerade den falschen Baum angeknurrt, Keule? Völlig zu hoch. Wir werden sowieso Fleisch brauchen, also kommt mir das schon mal gerade gut. Ins Gesicht.
finde eine Frau und habe einen Erben. Zu was man hier genötigt wird, das ist ja Wahnsinn. Ich habe schon einen Erben, den tollsten auf der Welt. So, wir sind leicht überladen. Sprich mit Sambor. Hoffentlich will er, dass ich Wölfe töte. Ey, wollen wir Sambor beklauen? Nee, ich glaube, dann tötet er uns. Warum hat das so lange gedauert? Pff, kein Bock gehabt. Hallo, ich habe gehört, dass du nach mir gesucht hast. Du musst sie... Warte, warte, langsam. Wovon redest du? Von der verdammten Eule natürlich? Kannst du sie nicht hören? Was für eine Eule? Ich höre nichts. Bist du taub? Kannst du sie nicht hören? Ich halte das nicht aus. Versuche dich zu entspannen und mir das Problem zu schildern, wenn du meine Hilfe willst. Ich kann nicht schlafen wegen diesem verfluchten Vogel. Sie macht Schuhu und Schuhu und Schuhu. Ich will sie tot sehen. Jetzt habe ich gehört. Ich habe das hier nicht gebaut. Der Jäger ist vor einer Weile gestorben. Ich habe es übernommen. Es fällt. Okay. Du darfst mich nicht fragen. Kaufst du dein Fleisch stattdessen? Ich sehe hier keine Hühner oder dergleichen. Hör mir jetzt gut zu, du kleiner Hosenscheißer. Ich schulde dir überhaupt keine Erklärung. Jetzt nicht und auch nicht in Zukunft. Aber wenn es dafür sorgt, dass du Ruhe gibst. Nein, ich kaufe kein Fleisch. In letzter Zeit halte ich mich eher an Gemüse und Getreide. Das ist genau das, was mein Essen ist. Verdammt, du bist so nervtötend, seufzt. In meinem Leben habe ich einige Dinge getan, die schlimme Dinge. Dinge, die man nicht tun sollte. Ich nicht und niemand sonst. Das hat sich verändert, als ich deinen Onkel getroffen habe. Er hat mir dabei geholfen, ein paar Dinge wieder gut zu machen. Zumindest auf eine Weise. Als sich unsere Wege dann trennten, habe ich mir etwas geschworen. Keine Gewalt mehr, kein Blut mehr an meinen Händen. Aber wenn du mir weiter auf die Nerven gehst, dann nehme ich diesen Spur zurück. Willst du das? Du musst mich entschuldigen, ich habe eine Eule zu jagen. Jetzt habe ich sie gehört, aber... Ist die manchmal im Haus? Ne? Ich habe hier in dem Spiel noch nie eine Eule gesehen. Zeigt mir hier auch nichts an. Es wird irgendwie lauter. Da ist ein Typ. Wir können ihn jetzt nicht instinktiv in den Kopf schießen, aber ich gehe schon davon aus, dass der uns gleich angreift. Was ist denn dein Problem, Junge? Avos, verzieh dich, ich arbeite. Was genau machst du? Das geht dich gar nichts an. Oh, ich denke doch, du bist die verdammte Eule, nicht wahr? Keine Ahnung, wovon du redest, Kumpel. Aber ich würde abhauen, wenn ich du wäre. Weißt du überhaupt, was du hier gerade anstellst? Ja. Die einfachsten Münzen meines Lebens verdienen. Der Rest ist mir egal. Oh, wirklich? Ich wurde nämlich geschickt, um diese lärmende Eule zu töten. Versuchst du etwa, mir zu drohen? Überlege dir gut, was du als nächstes sagst. Nein, ganz und gar nicht. Ich bin es nicht, vor dem du dich fürchten solltest. Du solltest eher vor dem Angst haben, der mich geschickt hat.